So, hallo zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem Vorstellungsvideo zum Bachelorstudiengang Sprachwissenschaft. Was werde ich hier mit Ihnen machen? Erstmal eine kleine Übersicht. Wir gehen natürlich auf die Frage ein, was ist überhaupt die Sprachwissenschaft? Und beschäftigen uns dann mit den verschiedenen Bereichen innerhalb der Sprachwissenschaft, bevor wir übergehen zum Teil, der Ihnen Informationen gibt zum Bachelorstudiengang allgemein. Also wie ist der Studiengang strukturiert und aufgebaut? Was sind die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um den Studiengang zu beginnen? Und dann natürlich auch, was kommt denn nach dem Bachelorstudium? Wie kann es für Sie beruflich oder auch akademisch weitergehen? Steigen wir mal direkt ein. Was ist die Sprachwissenschaft? Wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, Sprachwissenschaft zu studieren, werden Sie sehr schnell merken, dass Ihnen immer wieder die gleiche Frage gestellt wird. Und das ist die folgende. Oh, du studierst Sprachwissenschaft, wie viele Sprachen sprichst du denn? Da muss ich Sie jetzt gleich darüber informieren. Es geht in der Sprachwissenschaft nicht um Einzelsprachen. Es geht nicht darum, dass wir Englisch, Französisch, Russisch oder andere Einzelsprachen erwerben und lernen und uns spezifisch nur mit einer Sprache auseinandersetzen. Vielmehr ist die Sprachwissenschaft eine Wissenschaft, die sich systematisch mit Sprachen auseinandersetzt und Sprachen systematisch untersucht. Das bringt uns auch direkt zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Gegenstandsbereiche der Sprachwissenschaft. Wie untersuchen wir systematisch Sprache? Es gibt verschiedene sprachliche Gebiete, die wir formalisieren und systematisch untersuchen können. Das ist einmal die Phonetik, die Phonologie und die Morphologie, als auch die Syntax, Semantik und Pragmatik. Das sind so die sechs Kerngebiete der Sprachwissenschaft. Weiter gehören aber auch noch dazu die experimentelle Untersuchung zum Erwerb und zur Verarbeitung von Sprachen. Aber auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, es geht nicht darum, dass wir Sprachen erwerben, sondern es geht darum, dass wir untersuchen mit experimentellen und empirischen Methoden, wie Spracherwerb stattfindet, wie er von sich schreitet. Und aber auch experimentell untersuchen, wie wir Sprache verarbeiten. Des Weiteren gehören auch Computermodelle dazu, die dazu dienen sollen, Sprache automatisch zu verarbeiten. Beginnen wir mit der Phonetik. Die Phonetik beschreibt die Entstehung, Übertragung und Wahrnehmung der Sprachlaute. Es geht hier also einerseits um die artikulatorische Phonetik, um die akustische Phonetik und die auditive oder perzeptive Phonetik. Die artikulatorische Phonetik setzt den Sprecher in den Vordergrund und es geht hier darum, wie Laute gebildet werden. Also wie nutzen wir unseren Sprachapparat, um Laute erst einmal zu bilden. Es geht um den Aufbau und die Funktion des Sprachapparats. Und es können Fragen gestellt werden wie, warum haben wir in der Fremdsprache eigentlich meistens einen Akzent? Die akustische Phonetik beschäftigt sich dann mit der Übertragung der Sprachlaute. Es geht hier also darum, wie Sprache ausschaut. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Denn Sprache ist zunächst einmal ein akustisches Signal. Das heißt, wir haben Schallwellen, deren physikalische Struktur untersucht werden kann. Die auditive Phonetik beschäftigt sich dann mit der Wahrnehmung der Sprachlaute und setzt den Hörer in den Vordergrund. Es geht also darum, wie Hörer sprachliche Laute wahrnehmen und auch welche akustischen Ereignisse die Wahrnehmung ändern und wie sie die ändern. Ich verweise hier mal auf Agathe Bauerlieder, die ganz eindeutig vorführen, wie eben zum Teil auch Hörer Sprachlaute falsch wahrnehmen. In der Phonologie geht es jetzt darum, lautliche Systeme zu beschreiben und Regelmäßigkeiten zu beschreiben. Also hier schauen wir uns nicht mehr nur die Laute an, sondern es geht jetzt dann auch die Laute im Kontext, und zwar im Kontext anderer Sprachlaute. Als Beispiel habe ich hier das Wort Fahrrad. Kennen Sie alle? Sie wissen, der Plural von Fahrrad ist Fahrräder. Wenn Sie genau hinhören, merken Sie aber, dass dieses orthografische D, das wir zwar in beiden Wörtern schreiben, nicht unbedingt in beiden auch so produzieren. Ja? Also im Singular haben wir hinten eigentlich eher ein T, wir sagen Fahrrad. Im Plural bleibt das D, wir sagen Fahrräder. Die Phonologie beschäftigt sich dann eben mit Fragen, wie wann
solche Lautänderungen auftreten? In welchem Kontext? Wodurch sind sie beeinflusst? Und gibt es diese Lautänderungen in allen Sprachen oder sind da Sprachen unterschiedlich? In der Morphologie beschäftigen wir uns dann mit der Struktur von Wörtern und wie Wörter gebildet werden. Die Morphologie ist dabei sehr beeinflusst von der Phonologie und das sehen wir im folgenden Beispiel zur Pluralbildung im Türkischen. Sie sehen hier immer links des Bindestrichs die Singularform, also Döner wäre der Döner oder Kebab der Kebab. Und dann wird eine Silbe angehängt, um die Pluralform zu bilden. Sie erkennen sofort, es gibt zwei verschiedene Silben. Einmal haben wir das E und einmal das A in der Pluralsilbe. Und da können wir uns natürlich die Frage stellen, wann wird denn welche Endung angehängt? Und das ist in dem Fall abhängig von phonologischen Eigenschaften, denn es ist der Vokal der letzten Silbe, der das bestimmt. Das heißt, bei Döner haben wir beispielsweise das E, bei Kebab das A. Und dieser letzte Vokal bestimmt, welche Pluralendung wir benutzen. Gehen wir dann einen Schritt weiter, kommen wir zur Syntax. Hier geht es um den Aufbau und die Struktur von Sätzen, aber auch um Grammatikalität. Wenn wir uns mal den folgenden Satz anschauen. In meinem Posteingang waren inzwischen 13 neue E-Mails. Wir können jetzt Elemente identifizieren, die man relativ frei im Satz bewegen kann. Das heißt, wir können auch sagen, 13 neue E-Mails waren inzwischen in meinem Posteingang. Und Sie sehen, hier haben sich ein paar Elemente verschoben, stehen jetzt woanders im Satz. Ein weiterer Satz wäre, in meinem Posteingang 13 neue E-Mails waren inzwischen. Wieder haben wir Elemente hin und her geschoben, aber vermutlich klingeln bei Ihnen jetzt schon einige Alarmglocken, denn Sie sehen, dieser Satz ist jetzt nicht mehr grammatikalisch. Und das sind die Themen, mit denen sich die Syntax beschäftigt. Wie sind Sätze aufgebaut? Wie können wir sie strukturieren? Und welche Gesetzesmäßigkeiten oder sagen wir mal Regelmäßigkeiten gibt es denn in Sprachen, die dafür sorgen, dass manche Sätze grammatisch sind und andere nicht? Die Semantik geht dann über zur Bedeutung. Hier beschäftigen wir uns mit der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, sowohl auf Wort- als auch auf Satzebene. Wenn wir uns beispielsweise mal das Wort auch anschauen. Ich habe Ihnen hier drei Sätze mitgebracht. Ich will Sprachwissenschaft studieren. Als zweite Aussage kommt dann, Maria will auch Sprachwissenschaft studieren. Und als dritte Aussage, Maria will auch Literaturwissenschaft studieren. Wir haben hier in beiden Sätzen das Wort auch und können uns jetzt überlegen, was macht dann das Wort auch? Was ist die Bedeutung von auch? Hier führt auch Alternativen ein, und zwar Alternativen zu einem bestimmten Wort im Satz. Da haben wir in B die Maria, ja, also es bin nicht ich, die Sprachwissenschaft studieren will, sondern auch Maria. Sie will auch Sprachwissenschaft studieren. Und in C haben wir die Literaturwissenschaft, die als Alternative eingeführt wird durch auch. Ja, das heißt, Maria will jetzt nicht mehr nur Sprachwissenschaft, sondern eben auch Literaturwissenschaft studieren. Die Pragmatik schaut sich dann die Handlungs- und Situationsbezüge sprachlicher Ausdrücke an. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Vor Gericht fragt der Staatsanwalt den Angeklagten, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Daraufhin reagiert dann die Verteidigung mit Einspruch. Warum? Naja, durch die Verwendung von aufgehört sieht man oder erkennt man eine gewisse Einstellung oder Stellungnahme des Staatsanwalts. Mit der Frage, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen, ist klar, dass der Staatsanwalt davon ausgeht, dass zu einem gewissen Zeitpunkt der Angeklagte seine Frau geschlagen hat. Denn nur eine Aktion, die mal stattgefunden hat und die man begonnen hat, kann man auch wieder aufhören. Das sind Fragen und Themen, die uns in der Pragmatik beschäftigen. Neben diesen Kernwissenschaften oder Kerngebieten innerhalb der Linguistik, der Sprachwissenschaft, gibt es auch einige Wissenschaften, andere Fachwissenschaften, die man als Nachbarn bezeichnen kann. Dazu gehören die Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft, Informatik, Philosophie und Psychologie. In Kombination mit der Linguistik ergeben sich dann daraus gewisse weiterführende Gebiete der Linguistik, die wir uns als nächstes anschauen wollen. Zu diesen weiterführenden Gebieten gehören einerseits der Spracherwerb,
Hier beschäftigt man sich mit Prozessen und Stufen beim Erlernen einer Sprache, sei es die Muttersprache oder Fremdsprachen. In der Psycholinguistik geht es dann um die Sprachverarbeitung. Wie kommen wir eigentlich von Gedanken zu einer Lautfolge oder von Lautfolgen zur Bedeutung? Die Neurolinguistik beschäftigt sich mit Vorgängen im Gehirn bei Sprachprozessen, also wie verarbeiten wir Sprache? Welche Vorgänge oder Prozesse können wir im Gehirn beobachten? Die historische Linguistik beschäftigt sich mit der geschichtlichen Entwicklung von Sprachen, aber auch der Verwandtschaft zwischen einzelnen Sprachen. Und die Computerlinguistik hat als großen Schwerpunkt die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprachen. Aus unserem Alltag kennen wir da alle Korrektursoftwares oder maschinelle Übersetzungssysteme und Dialogsysteme. So, jetzt möchten wir uns die Frage stellen, welche Kompetenzen Sie denn erwerben können, wenn Sie die Sprachwissenschaft studieren, sowohl fachlich als auch überfachliche Kompetenzen. Einerseits natürlich die Fähigkeit, Muster erkennen zu können in komplexen Systemen. Sie haben gesehen und Sie wissen sicher auch, dass Sprachen sehr komplexe Systeme sind. Ich habe Ihnen gerade gezeigt, wie dieses komplexe System auf einzelne Bereiche heruntergebrochen werden kann. Und das hilft Ihnen natürlich generell in Ihrer Fähigkeit, Muster erkennen zu können. Damit einhergeht natürlich auch logisches Denken und Argumentieren. Sie werden auch lernen, wie man Hypothesen aufstellt und testen kann, zum Beispiel mittels Korpusanalysen, Befragungen oder Experimenten. Und Sie haben die Möglichkeit, Programmierkenntnisse zu erwerben oder auch Statistikkenntnisse und Sprachverarbeitungskenntnisse. So, Sie stellen sich vielleicht die Frage, warum Sprachwissenschaft eigentlich in Konstanz studieren. Da habe ich Ihnen hier ein paar gute Gründe zusammengefasst. Einerseits haben wir eine individuelle und intensive Betreuung, zum Beispiel durch Tutorien. Das heißt, begleitend zu Seminaren und Vorlesungen haben Sie Tutoren und Tutorinnen, das sind Studierende in einem höheren Fachsemester, die Ihnen zur Seite stehen mit Übungsstunden, Hausaufgabenhilfen und anderen Angeboten. Wir haben ein breites Angebot praktisch orientierter Schlüsselqualifikationen. Das heißt, neben den Bereichen, mit denen Sie sich fachlich im Studiengang Sprachwissenschaft beschäftigen, können Sie auch andere Qualifikationen erwerben, die eine sehr praktische Orientierung haben. Wir gehören zu den federführenden Forschungseinrichtungen in Deutschland im Bereich der Linguistik und sind generell auch ein sehr forschungsorientierter Fachbereich. Wir haben bei uns im Fachbereich verschiedene Labore, die wir für eine experimentell geprägte Forschung und Lehre nutzen können und nutzen. Sie sehen beispielsweise auf dem linken Foto das Babysprachlabor, das sich damit beschäftigt, wie denn Babys eigentlich auf Sprache reagieren und mit Sprache umgehen und Sprache verarbeiten. Rechts haben Sie einen Einblick in eine Eye-Tracking-Studie. Eye-Tracking bedeutet, dass man hier den Blickwinkel sich anschaut und auch die Augenbewegung, die man beobachten kann, während wir Sprache verarbeiten oder Text lesen. Kommen wir zur Struktur des Studiengangs. Der Studiengang beinhaltet insgesamt 6 Semester und kann jeweils zum Wintersemester begonnen werden. Wir haben insgesamt 50 Studienplätze jedes Wintersemester zu vergeben und damit Sie einen Abschluss bekommen, müssen Sie insgesamt 180 Credits erwerben. Das sind sogenannte Leistungspunkte und die können Sie gut erreichen, wenn Sie pro Semester ca. 5 Veranstaltungen besuchen. Im 4. oder 5. Semester ist dann entweder ein Praktikum oder ein Auslandssemester vorgesehen. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, mal in einen Beruf zu schnuppern oder sich ein Studium an einer anderen Universität anzuschauen. Das Studium beinhaltet einen frei wählbaren Sprachenschwerpunkt. Hier sind Sie nur insofern eingeschränkt, dass es eine Sprache sein muss, die am Fachbereich vertreten und vom Sprachlehrinstitut auch angeboten wird. Was sind Voraussetzungen für den Studiengang? Erst einmal sollten Sie gewisse Interessen mitbringen. Das ist natürlich allen voran eine Begeisterung für Sprachen. Auch nützlich und hilfreich ist eine Fähigkeit zum Vernetzen und formalen Denken sowie sehr gute Englischkenntnisse. Zugangsvoraussetzungen, die Sie mitbringen müssen, ist einerseits das Abitur oder eine anerkannte Hochschulzugangsberechtigung sowie der Nachweis über die Teilnahme an einer Studienorientierung.
Welche Verfahren hier die Uni Konstanz anerkennt, können Sie auf den Seiten der Uni Konstanz nachschauen. Weiter, für fremdsprachige Studienbewerbende benötigen wir einen Nachweis über Deutschkenntnisse. Bezüglich Fremdsprachkenntnissen sollten Sie sehr gute Kenntnisse im jeweiligen Sprachenschwerpunkt mitbringen. Hier sind Italienisch, Spanisch und Russisch eine Ausnahme. Hier können Sie die Sprachkenntnisse auch während Ihres Bachelorstudiengangs erwerben. Als nächstes möchten wir uns den wichtigen Punkt anschauen, wie es denn für Sie nach dem Bachelor weitergehen kann. Da haben Sie natürlich einerseits die Möglichkeit, einen Masterstudiengang anzuschließen. Hierfür haben wir in Konstanz auch einige anschließende Studiengänge im Bereich der Linguistik, beispielsweise die Linguistik mit verschiedenen Schwerpunkten, einerseits die allgemeine Linguistik oder mit sprachlichen Schwerpunkten. Da hätten wir die anglistische, germanistische, romanistische und slawistische Linguistik. Wir haben den Masterstudiengang Multilingualism, das heißt, hier geht es um Mehrsprachigkeit, und den Studiengang Speech and Language Processing, in dem es eben um Sprachverarbeitung geht. Sowohl die maschinelle Computersprachverarbeitung als auch die menschliche Sprachverarbeitung. Eine andere Möglichkeit für Sie ist der Bereich der Sprachtherapie, aber auch hier ist entweder ein weiterer Masterstudiengang nötig, beispielsweise der Masterstudiengang Klinische Linguistik, oder eine Ausbildung im Bereich der Logopädie. Natürlich gibt es nach dem Bachelorstudiengang aber auch berufliche Perspektiven, wenn Sie keinen Masterstudiengang anschließen möchten. Was hier allerdings wichtig ist zu erwähnen, für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen gibt es generell kein spezifisches Berufsbild. Also ist jetzt nicht so wie beispielsweise bei einem Medizinstudium, wo ganz klar ist, dass man danach als Arzt oder Ärztin arbeiten kann. Das ist hier in den Geisteswissenschaften von Punkten abhängig, wie beispielsweise das individuelle Profil, haben Sie Weiterbildungen absolviert oder wo liegen Ihre Interessen? Ich möchte Ihnen trotzdem ein paar Bereiche nennen, die sich anbieten. Also Sie können beispielsweise im Bereich der Erwachsenenbildung arbeiten. Bei Medien, seien es Verlage, Zeitungen, Zeitschriften oder das Fernsehen. In der Kommunikationstechnologie oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie sehen aber auch schon, dass das hier keine speziellen Berufe sind, sondern eher Bereiche, in denen man arbeiten kann. So, hier komme ich nun auch zum Ende. Ich hoffe, dass ich Ihre Fragen beantworten konnte, auch zufriedenstellend beantworten konnte. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie jetzt natürlich während der Studieninformationstage die Beratungsangebote nutzen oder auch generell auf den Homepages der Uni Konstanz sich noch weiter zum Studiengang Sprachwissenschaft informieren. Ich hoffe, ich konnte Sie begeistern für die Sprachwissenschaft und Ihnen zeigen, dass es ein sehr, sehr spannendes und sehr vielfältiges Gebiet ist und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich einige von Ihnen dann bald als Bachelorstudierende bei uns begrüßen darf.